Ich kann mich noch erinnern, bei der ersten Trauung damals ist eine Person danach zu mir gekommen und meinte so, Mensch, das war so schön, du hast angefangen zu sprechen und ich habe dir zugehört und hatte so das Gefühl, boah, ich kann mich jetzt zurücklehnen und ich könnte ja auch noch eine Stunde länger zuhören und das fand ich irgendwie so schön, weil das irgendwie so mein Wunsch ist, mein Ziel auch für solche Trauungen, für so eine Trauzeremonie, dass die Leute das Gefühl haben, sie können jetzt hier einfach ankommen. Sind ja auch, Trauungen sind dann häufig ja erstmal gebettet in so ein Stück weit auch Stress, ne? Die Vorbereitung, man muss irgendwie planen, das Brautpaar hofft dann irgendwie, wird das alles auch so, wie wir das gerne möchten und die Familie und die Eltern auch. Und wenn die Trauzeremonie dann genau das, sag jetzt mal, leisten kann, dass die Leute ankommen und das Gefühl haben, okay, ich bin jetzt angekommen, es ist schön, ich bin zufrieden und jetzt kann das Fest starten, dann ist, glaube ich, schon viel geschafft und das wünsche ich mir für solche Trauungen und natürlich auch für das Brautpaar dann. Und das passiert eigentlich schon eigentlich vorher, so diese Entwicklung, wenn man sich trifft mit den beiden im Vorfeld und man sich erstmal fremd ist, ne? Und dann aber trotzdem so eine Art, im besten Fall freundschaftliche Ebene entsteht, so eine Vertrautheit und man sich irgendwie ja, gemeinsam auf dieses große Ereignis irgendwie freuen kann und gemeinsam da dann so drauf zusteuert. So. Und ja, da freue ich mich drauf und ich freue mich natürlich auch drauf, wenn ja, da dann Paare sind, die sagen, ja, Phil, mit dir zusammen machen wir das so. Ich mag an freien Trauungen sehr, dass man sich ganz bewusst von irgendwelchen Traditionen loslöst, die man vielleicht ansonsten einfach nur so macht, weil man sie halt macht, weil man sie so kennt. Und ich glaube, dass wenn man sich für eine freie Trauung entscheidet, dann ist das eine viel bewusstere Entscheidung für so eine Ehe, für sowas Gemeinsames, als wenn man einfach nur sagt, gut, gehen wir halt in die Kirche und machen dort diese Hochzeit, weil man das halt irgendwie so macht. Und deswegen bin ich vollkommen für freie Trauung. Man kann so eine freie Trauung ja auch, man kann ja trotzdem auch seinen Glauben, seine Religiosität, seine Überzeugung mit einbringen. Und freue mich auch drauf, das dann im Gespräch mit dem Paar rauszufinden, was da wirklich dann eine Rolle spielt. Aber man hat eben die Freiheit, man kann es auch lassen so. Und das finde ich an freien Trauungen eben was ganz Tolles.